Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, die Nacht ist um und... Ja, jetzt ist die Nacht um. Ich bin gerade... Ich muss mal gucken. Ich bin jetzt gerade komplett unaufmerksam. Habe ich jetzt die Folge Riole beendet oder habe ich nur gesagt, ich komme gleich wieder? Ich weiß es gar nicht. Nee, die ist komplett durch. Ja, okay, dann können wir ja jetzt losgehen und in die Stadt. Autoreifen suchen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mir einen Bogen mitgenommen, eine Wrench, eine Axt und ein bisschen was zu trinken. Das muss ja wohl reichen. Wir können bei der Gelegenheit natürlich auch mal drüben in die Kiste gucken. Ich glaube nicht, dass da Reifen drin liegen. Aber das wäre jetzt natürlich auch eine Möglichkeit. Und natürlich brauche ich keinen roten Tee, sondern ich brauche... Hier, du kommst erstmal weg. Ist der denn jetzt da durch? Ja, der ist durch, der Knüppel. Na, viel ausgehalten. Oh, das ist aber gut. Viel ausgehalten hast du ja nicht gerade. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, so was Blödes. Ach, hier liegt doch schon ein Reifen rum. Dann lass uns den doch... Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ich glaube, aus Autos kriege ich keine Reifen, ne? Ich glaube nicht, aber können das ja mal... Okay. Können das ja mal mitnehmen. Jetzt sehe ich mein OBS gar nicht. Nehme ich überhaupt auf? Ja, sehe ich. Nehme ich, meine ich. Jetzt sehe ich es auch wieder. So ein Pech. Ja, eigentlich will ich nur den Loot aus dem Minibike holen und... Da drüben ist noch ein Reifen. Ey, komm, die Wahrscheinlichkeit ist 25%, ne? Ungefähr 20 oder 25% die Chance auf einen Reifen. Boah, ab sofort werde ich ständig Reifen zerkloppen. Ich glaube, ich baue mir von vornherein gleich mal ein zweites Minibike. Dann habe ich mal Ersatz, wenn ich eins brauche. Ja, man kann es ja auch nicht abschleppen. Also jetzt dahin fahren. Das alte kann ich dann zurücklassen. Ich bin eigentlich nur an dem Einkaufskorb und an dem Inhalt interessiert. Das wird noch lustig werden. Ich brauche eigentlich noch einen Einkaufskorb. Habe ich da noch einen zu Hause? Ich brauche nämlich nur einen, weil ich kann die Sachen nicht alle raus... Na doch, ich könnte mir daneben die Kiste craften. Dann die Sachen rausnehmen, die Kiste packen, den Einkaufskorb mitnehmen. Ja, da habe ich ja durchaus attraktive Sachen hier noch drin. Was? Wie Benzin und was zu essen und ein bisschen Brass und noch Leder und noch Geld und grummel mich nicht von der Seite an. Das kriege ich gar nicht ab, sowas. Snowberries, Headlights. Das nehmen wir doch mal alles mit hier. Das ist doch alles nicht schlecht, was hier drin ist. Ein bisschen Holz. Die nehmen wir mit. Den. Das auch nochmal. Ja, und jetzt brauche ich Platz für den Reifen. Sonst ist Essig, wenn Inventar voll ist. Gib mir einen Reifen. Hier finden wir doch bestimmt welche. Hier sind doch bestimmt welche. Junge, lass mich in Ruhe. Ja, ist wieder die ganze Umgebung angelockt, ne? Ratte. Da sind Reifen, blaue. Die nehmen wir. Das reicht mir. Ja, nee. Kannst du dir... Wer weiß, wen stecken. Achso, ja, Einkaufskorb hin oder her. Nee, machen wir jetzt nicht. Die Idee mit der Kiste ist gar nicht so schlecht. Oh, dann gibt es jetzt die Minibike-Rettungsaktion. Oder so, in der Art. Gut, dass ich noch Benzin habe und so. Mann, oh Mann, oh Mann. So ein Ärger. Heißt, und dann so weit weg. Ja, aber dann machen wir das auch gleich so, dass wir, dass ich mir dann, gut, dann fahren wir da nochmal. Dann kommen die Horde, Tag 42, ne? Dann kommt Hunde am Tag 40.
Wenn man nicht gerade Omega heißt. Wenn man Omega heißt, kommen Hunde auch an Tag 42 und setzen einem richtig übel zu. Solltet ihr mal angucken. Hundetag, Folge 2, Hundetag 42, Fragezeichen. Einfach mal bei Omega 5000 TV reinschauen. War richtig, hat sich gelohnt, muss ich sagen. Das war unangenehm. Armer Kerl, der tat mir richtig leid. Das ist, keine Ahnung. Also manchmal scheint man Hundehorden auch an Tagen zu kriegen, wo gar keine sein dürften. Das ist, da bin ich mal auf seine Hordenfolge gespannt. Mal gucken, was da passiert. Die waren auch nicht draußen, als ich sie gesehen habe. Die Hundefolge. So. Dann mal ab zurück. Die SMG nehme ich dann aber nicht mit. Die SMG nehme ich dann nicht mit. Das nimmt mir zu viel Platz weg, weil mein Inventar war, glaube ich, randvoll und das Minibike war auch fast randvoll. Und das führt dann zu nichts. Wirklich nennenswert Platz hatte ich im Inventar, glaube ich, nicht mehr. Muss ich sagen. Und go. Hoch. Kurz Ausdauer abwarten. So, damit ich da hochspringen kann wenigstens. So, okay, dann kommt die Knarre weg, die Munition kommt weg, das Mol, die Bird kann da rein, dann hätten wir hier nochmal Stoff und Leder und das kann weg und das kommt da rein und das kann, na, ist nicht so hygienisch jetzt gerade, aber okay, so, das dahin, du kommst da rein. Du kommst da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Ach, da ist nochmal Brass. Sprungfedern und so ein Krams habe ich, glaube ich, hier drin. Blei gehört hier eigentlich nicht rein, das ist mir jetzt auch klar, aber das ist mir gerade egal. Ich will los. Ich habe noch Sachen vor. Okay, das sollte eigentlich reichen für ein Minibike. Einkaufskorb habe ich in der Tat nicht. Sowas aber auch. Okay, die Laser können weg, dann essen wir nochmal was. Die Wrench werde ich auch nicht brauchen, glaube ich. Nee, die Axt brauche ich nicht. Okay, dann gehen wir, naja, so ganz unbewaffnet sind wir ja auch nicht, ne? So ganz unbewaffnet sind wir ja nicht. Dann stellen wir das Chassis hier mal auf. Ja. Da. Interact. Zang, 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 zang. Achso, Missing Engine. Ich wusste doch, dass da noch was fehlt. Stimmt, Motor. Ach, dann habe ich jetzt auch noch einen Okay, den Motor muss ich... Ich habe hier doch noch einen. Den Motor hatte ich hier noch rumliegen. Small Engine. Aber auch nur einen, ne? Ah, Gottes Willen. So. Dann machen wir es mal voll. Und, ja, nackig, ne? Ja, meine Leiche liegt da drüben ja auch. Ja, doch, nee, machen wir ruhig nackig, was soll's, ne? So, dahin, Quick Waypoint und direkten Weg. Toll, jetzt habe ich ein Déjà-vu. Irgendwie hatten wir das ja letztens erst schon, den Weg. Aber das nehme ich jetzt natürlich auch mit auf. Warum soll ich das denn jetzt schneiden? Das ist ja albern. Das tut ja nicht Not. Also lauter ist es jetzt aber auch nicht, ne? Trotz grünem Motor, finde ich. Das ist sehr gediegen, das Geräusch. Wir könnten mal Licht an... Oh, wo brauchen wir nicht unbedingt, ne? Obwohl, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich mache mal ein Foto. Die Minibike-Rettungsaktion und so. Mal schauen.
Was ich gerne eben machen würde, wäre. Das Abschalten. Weil das macht Screenshots während der Fahrt irgendwie ganz unmöglich, finde ich. Weil das kriegst du nie rausgetuschiert. Sieht echt blöd aus. Und irgendwann kill ich halt eben meinen Screamer. Und dann haben wir es ja wieder. Es könnte sein, dass es ein bisschen langsamer ist, das Minibike. Bin mir nicht so sicher. Also den, ich glaube, lila Motor, den würde ich schon ganz gerne aus dem anderen rausholen. Es sieht ein bisschen langsamer aus, ne? Ich glaube schon. So, versuchen wir dann mal irgendwie auf direkten Weg hinzukommen. Wir kommen da ja am Händlern vorbei. Da könnte man sich natürlich theoretisch auch nochmal einen lila Motor kaufen. Aber ich habe jetzt natürlich auch kein Geld mit. Hätte ich. Na, nee. Mir ist das Potassium ja auch wichtiger, was da drüben ist. Ich muss erstmal an meine Leiche kommen. Ich hoffe, Rucksack wird da wohl noch liegen. Mal gucken, ob das Minibike da noch steht. Ausloggen möchte ich jetzt nicht. Das wäre, glaube ich, würde ein ganz ungutes Gefühl hinterlassen. So, okay. Tja, ein bisschen Pech gehabt, ne? Also direkt. Das Wasser, da konnte ich auch nicht mehr bremsen. Das war zu knapp. Ja, und dass der Schneezombie mich danach bekommen hat, das Wasser war wohl nicht tief genug. Sehr ärgerlich. Und ich hatte ja auch nur noch 21 Leben, glaube ich. Da ist ein Schlag und du bist weg. Ach ja, nichts als Ärger. Den ganzen Tag vertrödelt man damit. Den hätte man natürlich auch irgendwie anders nutzen können. Ich hätte jetzt noch die Idee, mir auf dem Rückweg hier richtig Kohle abzuholen. Das ist, glaube ich, noch etwas, was wir machen sollten. Wir fahren ja dann eh wieder hier entlang. Also habe ich jedenfalls vor. Weil dann haben wir auch genug Potassium und Kohle, um mir noch wieder ein bisschen Schießpulver herzustellen. So, den Snowberry-Extrakt, das habe ich mir, glaube ich, eingesteckt, wenn mich nicht alles täuscht. Und. Ups, dann bleiben wir mal lieber hier oben. Das ist aber auch gebirgig hier, ey. Unglaublich. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Rucksack kommt gar nicht näher. Auf der Karte. Es ist, glaube ich, wirklich langsamer, das Bike. Aber irgendwo müssen sich ja auch die Motoren unterscheiden. Aber da hätte ich noch mit bremsen können, glaube ich. Mit diesem hier. So, da vorne kommt das verbrannte Biom. Ja. Und da sehe ich auch schon diese riesigen Wasserflächen. Okay, ich bleibe mal lieber hier oben drauf. Das ist, glaube ich, übersichtlicher. Runter kommen wir immer. Das ist nicht so das Problem. Na, mal gucken, vielleicht noch ein bisschen querfeld einfahren hier. Ich muss ja eh zur Stadt rein. Ich darf ja nicht, ich will, also, ne, unten am Wasser bringt ja nichts. So, aber man kriegt auf jeden Fall da auch halbwegs fix Potassium zusammen. Wobei die Schneeflächen sind hier auch begrenzt auf dieser Karte anscheinend. Und so eine Mine. Also da bin ich mal gespannt, ob ihr mir da irgendwas zu schreiben könnt, wie zuverlässig man größere Mengen Potassium im Schneebiom unter der Erde findet. Aber dass hier plötzlich so viel Wasser ist, ist ja auch ätzend. So, wir sind auf jeden Fall sehr hoch. Dass es hier oben nicht schneit, das ist ja auch komisch, ne? So hoch wie wir sind. Es ist schon ziemlich weit oben. So, jetzt muss ich langsam aufpassen, weil ich direkt auf meinen Rucksack zufahre. Und das muss nicht unbedingt das Richtige sein.
Hier ist noch eine Hütte oben. Okay. Ist ja lauschig. So. Ach, ich bin schon wieder. Oh, jetzt hat's Minimike auch vor Schreck sein Geräusch verloren. Oh Gott, das geht aber steil runter hier. Ja, weil da ist eine Straße, ne? Und zu der Straße will ich. Da ist eine riesen Wasserfläche hier. Ja, und irgendwo da vorne im Schnee muss ich liegen. Aua, lass das. Dann will ich mich vielleicht noch gegen ein, zwei Schneezombies verteidigen müssen und dann haben wir hoffentlich auch Ruhe. Mann, oh Mann, wie die Biome hier gemischt sind. Jetzt aufpassen, nicht zu nah ins Wasser ran. Und irgendwo hier. Müsste mein Rucksack sein. Okay. Nee, noch ein paar Meter weiter, ne? Ja, wir müssen noch ein paar Meter weiter. Fahren wir so nah ran, wie es geht. Da vorne ist das Bike. Und wo ist mein Rucksack? Da. Machen wir mal eben schnell. So. Ja, ist okay. Habe ich Holz? Ja. Chest. Secure Storage Chest können wir uns mal eben herstellen. Die können wir scrappen. Das können wir scrappen. Das können wir scrappen. So, dann machen wir das. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. So, okay, alles klar. Dann packen wir da mal eben so ein paar Sachen rein. Dann holen wir uns den restlichen Teil unseres Rucksackes. Sehr schön. Den kann ich doch aber auch scrappen. So, dann machen wir erstmal die Pistole rein. Das brauchen wir nicht. So, die Hard Metal Door, die können wir auch scrappen. Das machen wir jetzt einfach mal. So, und jetzt Interact with Minibike. Okay, das wird jetzt alles noch ein bisschen dauern. Bis das so ist, wie es sein sollte. Scrap. Ach komm, der kommt weg. So, okay. So, dann brauchen wir die Reifen, nehmen wir mit. Wir nehmen die Batterien mit. Wir nehmen den Engine mit und wir nehmen den Shopping Basket mit. Den Rest lassen wir hier. Jetzt gehen wir rüber zu unserem Bike. Da ist es. So, dann können wir die Batterie austauschen und wir können den Engine austauschen und wir können die Reifen austauschen. Sehr schön. Jetzt können wir damit ja weiterfahren. Echt, ich habe das Benzin jetzt verloren. Wollte ich mich denn verarschen? Hier ist die Holzkiste.
Da ist die Holzkiste. Achso, erstmal den Shopping-Basket dran machen. Das ist natürlich wichtig. So, jetzt haben wir hier auch Storage. Okay, dann schmeißen wir da mal ein paar... Habe ich sie da alles ausgetauscht? Okay. Nee, die möchte ich schon ganz gerne retten und mitnehmen. Das wäre mir nicht unwichtig. Auf die Art und Weise kann man auch sein Benzin verbrauchen, glaube ich. Ich glaube, ich habe es zurückbekommen, ne? Ich glaube, ich habe das Benzin zurückbekommen. Mir war so. Okay, alles werde ich eventuell nicht mitnehmen können. Die Steine brauche ich nicht unbedingt. Das stimmt. Mal gucken, was wir hier noch miteinander kombinieren können. SMG, Hunting Rifle, Shotgun, Receiver ist drin. Da ist auch ein Receiver drin. Dann lass uns den doch einfach scrappen. Die Cowboy-Stiefel scrappen wir auch. Batterie ist nie schlecht. Das Potassium, ich weiß nicht, wie hoch das stackt. Das ist das Problem. Ja, so, die können wir auch scrappen. Nein. So, da. Okay, jetzt haben wir den Rest. Und wir haben noch etwas Platz. Das Glas kann weg. Die Steine konnten weg, ne? Ja. Das Forged Iron können wir scrappen. Einfach. Das ist jetzt nicht so schlimm. Die Stahlschaufel können wir auch scrappen. So. Pistole kann ich nicht montieren, das können wir auch scrappen und dann haben wir doch hier aber schon wieder ein bisschen Platz drin. So, alles klar. Mir ist warm. Achso, ja los. Dann jetzt zurück ins Schneebiom. Und jetzt suchen wir uns nochmal Potassium hier raus. Okay, hier gab es wohl keines mehr. Dann lass uns mal in die Richtung fahren. Irgendwo müsste ja nochmal wieder was auftauchen auf der Ressourcenkarte hier. Da vor uns zum Beispiel. Und hier hinter uns vor allen Dingen. Okay, momentan ist mir so warm, dass ich gar kein Bedürfnis habe... da jetzt was zu trinken. So, hier ist nochmal Potassium. Mann, jetzt haben wir die ganze Folge nichts anderes gemacht, außer die Mini-Rettungsaktion. Na gut, ist halt so. Ich würde mich dann nochmal verabschieden. Ich würde hier ganz gerne doch noch irgendwie nächste Folge mit euch ein bisschen... Ich muss mir Marker setzen, wo mein Minibike steht. Ich hätte es jetzt schon wieder fast verloren. Es geht einfach nicht. So, ich würde mit euch ganz gerne hier weitermachen und noch mehr Potassium suchen. Weil es ist, ist wirklich wichtig für mich. Und dann gucken wir mal. In der nächsten Folge auf den Rückweg nach Kohle. Und dann können wir auch mal wieder Munition herstellen. Für die nächste Horde. Die ich vermutlich auch noch mal ein bisschen schwerer machen werde. Da gehe ich stark von aus. Also mir hat das so sehr gut gefallen. Und mal gucken, was ich da mit der Mauer mache. Guti, da wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.